Moin, Janis hier und ich spiele wie so oft hier auf dem Kanal Blitz. Schon der erste Zug hier geht schief. Schlechtes Aiming. Ich spiele gegen Topschach, der mir aber gestanden hat, dass er nicht derjenige ist mit dem entsprechend benannten YouTube-Kanal. Macht aber ja nichts. Geht mir auch auf manchen Plattformen so, dass mir der Wunsch-Benutzername dann gestohlen ist. Und ich glaube gar nicht mal aus böser Absicht unbedingt, sondern manchmal haben einfach zwei verschiedene Menschen die gleiche, mehr oder weniger lustige Idee, wie man sich denn nennen könnte, auf dem Schachportal. Das überlegen könnte sein, dass ich hier einen Bauern verliere. Mal gucken. Eventuell Dame B4. Das sieht auf jeden Fall mal attraktiv aus. Mit der Option hier zu schlagen, den Bauern. Ups. Zurückzukriegen, schon wieder schlechtes Aiming. Oder alternativ hier meinen Bauern wieder zu kriegen. Er ist jetzt gefesselt, der Springer kann nicht zurückschlagen. Ich kann vielleicht mit C6 den Bauern stabilisieren. Muss aber vielleicht erstmal den Springer hier in ruhigere Fahrwasser kriegen. Machen wir das so. Er wird jetzt rochieren, um aus der Fesselung rauszukommen. Und dann kann ich überlegen, ob ich abtausche oder ob ich den Bauern schütze. Topschach spielt Springer E5. Nagel ich das hier alles ein bisschen fest. Und guck mal, dass ich noch die verbliebene Entwicklung auf dem Damenflügel voranbringe. Vielleicht so, auch um diesen Springer hier zu vertreiben, der mir unangenehm im Fleisch sitzt. Er tauscht und versucht jetzt mit seinem Bauern hier Unruhe zu stiften. Den stoppen wir mal hier auf H5. Und im Moment habe ich Materialausgleich, weil ich eben hier meinen Bauern wieder zurückbekommen habe. Von daher alles halb so wild aktuell. Tja, wo möchte ich weiter vorgehen? Vielleicht mal hier vorstoßen. Bisschen analog zu seinem H-Linienvorstoß. Immer die Felder beachten, die er frei gemacht hat durch den Zug, aber in dem Fall, ja doch, der Bauer hier, hm? Gar nicht mal uninteressant. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Feld, das ich haben möchte. Auf G3 steht der Springer, glaube ich, ganz nett, weil er auch dem Turm die Möglichkeit zur Deckung hier wegnimmt. Wer A sagt, muss auch B sagen. Weg damit. Jetzt kommt wahrscheinlich die Dame rüber hier. Oder oh, hier kann ich schön schlagen, weil die Dame in Gefahr ist, dadurch ist der Bauer gefesselt und der Läufer deckt diesen Bauern, das heißt, er kann mit dem Turm nicht schlagen. Hier auf G4. So, jetzt ist die Frage, wie mutig bin ich? Ich könnte entweder mit dem Turm schlagen, das könnte noch das bequemste sein. Wenn ich mit dem Bauern schlage, dann wird es hier hinten ein bisschen eng. Ich schlage mit dem Turm ein 56 Rest. Und jetzt drohe ich hier auch E3 direkt zu schlagen, eventuell auch noch weiter zu schwächen mit einer mit einem zusätzlichen Turmangriff. Also ist hier das reinste Sadomaso. Der Läufer ist gefesselt, der Springer ist gefesselt. Da müsste sich doch was draus machen lassen. Ich würde gerade Springer F4 zu spielen. Ich könnte auch hier hinten Schach geben, allerdings ist mein Turm angegriffen. Ah, Springer F4 gefällt mir gut. Wenn er schlägt, schlage ich die Dame. Wenn die Dame, weil sie angegriffen ist, sich von der zweiten Reihe wegbewegt, schlage ich hier.
Nutze die Fesselung des Springers aus. Schlage gedeckt auf E2. Das wäre da mein Vorgehen hier gegen Topschach. Und so kommt es auch. Wenn er schlägt, schlage ich zurück. Dann habe ich ordentlich Material eingesackt. Erste Idee ist, Dame schlägt B2 und da bleibe ich auch bei, weil ich drohe, den Turm zu schlagen mit Schach. Kann also hier meinen Turm aufgeben und ich drohe halt auch da mit D2 matt. Fühle mich im Moment ganz gut in der Stellung und habe ordentlich Material aufgesammelt. Halleluja, die ganzen Bauern. Guckt euch das an, ich habe noch 3, 6, 7 Bauern auf dem Brett. Topschach hat inzwischen noch 2. Erstmal Schach. Dann nochmal Schach. Ich habe noch 1 Minute 6. War übrigens eine 4 plus 0 Partie. Relativ seltene Bedenkzeit, aber passt jetzt gerade ganz gut in meine Spielgeschwindigkeit offenbar. Ich könnte vielleicht hier mal einen Schach geben, das schon nach matt aussieht und es ist matt. Puh. Hat ein bisschen gedauert, bis Lichess das jetzt hier vermeldet hat. Und ich habe kurz überlegt, ob er hier nochmal wegkommt, aber da ist ja der Läufer drauf. Vielen Dank für die Partie, Topschach. Und euch vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wie immer. Daumen nach oben, Kommentar da lassen, mich herausfordern, Abo da lassen. Ihr kennt das alles. Macht's gut, bis dann. Ciao.